Herrje, herrje, wie die Zeit vergeht. Wolfenstein Part Nummer 4, ich begrüße euch. Hallöchen. So, ein bisschen was einsammeln hier. Kommen wir hier irgendwie noch. Ich denke, wir müssen jetzt hier rüber. Müssen hier die Grenze frei kämpfen. So, kann man natürlich mehrere Wege nehmen, denke ich mal. Gucken wir nochmal hier lang. So, müssen wir mal hacken. Wo ist er denn? Da ist er. Na, bleibst du hier. Ah, fast. Bleib doch hier. Jawohl. Sehr schön. So, hier liegen natürlich Handgranaten rum. In einer Baubude, wer hätte gedacht. Was ist das denn jetzt hier? Ist das jetzt hier... Ah, ist die Schall gedämpft? Kann das sein? Oder ist das die gleiche, die ich vorhin noch hatte? Beziehungsweise gestern hatte. Ist ja schon von gestern. Munitioni. Jetzt will er es auch wissen, hier mit seinem Hacken. Jawohl, geht doch mal besser. Ach, die ist sozusagen schallgedämpft. Das ist ja gut. Dürfen wir uns nicht erwischen lassen. Oh, scheiße. Mist. Ich sag's noch. Ich sag's noch nicht erwischen lassen. Kacke. Na gut, hat sich das jetzt auch erledigt. Oh, alles mitnehmen hier. Warum schießt er? Scheiße, die Drohne. Scheiß Drohne. Kack Drohne. So, durchladen. Alarm, Alarm, Alarm. Wie stelle ich den aus? Hier muss doch irgendwo... Ne? Das kann es schon mal nicht sein. Ich habe überall Munition drin. Ich denke mal, wir gehen mal nach oben und schalten das mal hier von hier oben aus. Eventuell. Oh, was ist das denn? Gebietsplan. Ein Gebietsplan. What? Was war das denn? Habt ihr das gesehen, Leute? Der rollt sich hier die Treppe. What? Dieses Scheißvieh. Oh, ich bin gerade erschrocken. Ohne Witz. Ne, der rollt sich hier gerade die Treppe hoch und verbuggt denn hier, ja. Ja, dieses Spiel ist manchmal ganz schön unlogisch. Das wär's. Zurück zum Wagen. Das war's? Ach, ging ja fix. Hab ich denn jetzt irgendwas Spezielles noch aufgesammelt hier? Nö. Gut. Dann werden wir mal hier mal runterhechten. Zum Fahrzeug gehen. So, und hier. Nicht weiter. Bin da, bin da, bin da. Jawohl. Flussbrücke. So, gucken wir mal, wie es weitergeht hier. Ja, hätten die mir das nicht vorher sagen können. Und die haben das natürlich... Die haben das natürlich hier nicht gehört, diese ganze Metzelei, die da vorher stattgefunden hat. Natürlich nicht. Naja. Mal hier mal hochgucken. Ja, warte doch mal ab hier. So. Hier ist zu. Na, hänge ich am Gitter fest hier. Und es regnet. Ein riesen Bauwerk, ey. Ohne Witz. Was ist eigentlich hier hinter? Zack. So, wir fahren runter. Okay. Was, Terrorist? Die einzigen Terroristen, die hier sind, das seid ihr, ne? Bin ich da? Ja. Ich bin da. Halt, ich lade nach, warte. Scheiße. Doch, jetzt hat er's. Da können wir wieder unsere Schallgedämpfte nehmen. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da ist er. Batz. So, das habe ich. Wo ist eine andere hin? Da. Okay, das ist schon mal ganz gut.
geht doch schon gut vorwärts hier. Gut. Auch mit dem Aufzug. Na los. Na los. Ach scheiße. Jetzt muss ich zwangsläufig wieder zum schweren Gerät greifen hier. Wo seid ihr? Da oben. Durchladen. Redback. Was ist das hier hinten? Panzerweste oder sowas. Krass. So, hoch mit dem Aufzug. Nicht noch was? Hier liegt noch was. Gucken, wo es da weitergeht. Na gut, hätte man sich jetzt durchschleichen können. Wenn man es gewusst hätte, dass hier sowas existiert. Es führt anscheinend ringsrum hier, dieser Weg. Gut, gut. Wo muss ich denn jetzt hin, um das zu öffnen? Ich guck mal erstmal hier oben. Hier war der Typ. Ups. Hier ist doch bestimmt irgendein Kontrollraum. Ah ja, hier. Zack. Und der hat das auch nicht gehört hier. Natürlich nicht. Die hören das alle nicht. Die stehen 20 Meter daneben. Es wird geballert wie die Sünde, ey. Und die hören null. Zack. Öffnen. Und am Fahrzeug sind wir wieder. So, selber die westlichen Bereich. Die Straße ist nicht sicher. Regime, Leute. Erschießen Sie sie. Jo. Klar. Dabei. So, hinten noch. Ein paar Granaten. Flieg und Sieg. Wow. Scheißviech, ey. Die Dinger hasse ich. Drohnen. Die sind richtig nervig. Really, really nervig. So, kann ich das hier irgendwie benutzen? Für meine Zwecke hier? Natürlich nicht. Oh, was hat er? Ich bräuchte mal wieder Munition, ist verzeiht. Kann ich auch schön nachladen. Okay. Drecksviech. Fille halten ja auch nicht aus, die Hunde. Da hätte ich jetzt gedacht, die können ein bisschen mehr. Mach mal. Wechsel mal die Position. Kuckuck. Mahlzeit. So, Alarm ist aus. Ist hier irgendwas zu holen? Dokumente. Und noch ein extra Mund. Ding, ding, ding. Tja, jetzt hat die Antwort. Ist auch schon ein bisschen krank, der Typ hier. Seine ganze Wurpwahl. Jetzt seid ihr alle tot. So, hier kann man seine Gesundheit ein bisschen stärken wieder. Alles klar. Wir haben, denke ich mal, alles gesäubert. Kehren mal zum Auto zurück. Hier liegt noch ein bisschen Moon. Super. Ja, super. Das war ja klar. Ah, das war ja so klar. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Wie soll ich denn die jetzt breit kriegen? Leck mich an der Tasche, ey. Scheiße. Ich glaube, hinten in dieses Dings reinschießen. So, den habe ich schon mal. Oh, überhitzt. Komm schon, geh breit. Komm schon. Jawohl. Dann war's doch. Oh. Oh. Das war jetzt aber easy. Also, da hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Aber wenigstens gibt es schöne Panzerteile hier. So, wir sind voll. Rüstung ist voll. Ist hier noch irgendwas drin? Nein.
Ja, da hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, das war ja nichts. So. Anja, wir beide in einem Zug nach Berlin. So, ein Riesenzug, du. Mein lieber Mann. Was haben die für Gleise? War das nämlich gerade nicht noch ein Becher? Und der war übergelaufen? Jetzt sind es Tassen und sind... Dreiviertel voll. Okay. Okay, ganz ruhig, Blaskovic. Du bist nur einer dieser Regimeleute, der mitten in der Nacht einen Kaffee holt. Einfach zurück zum Abteil. Augenkontakt vermeiden. Alles klar. Wo ist denn mein Abteil? Welche Richtung? Sie können den Kaffee auf dem Tisch abstellen. Will ich nicht. Ich will hier zurück zu meinem Abteil. Wo ist denn mein Abteil? Haben Sie nicht zugehört? Frau Oberstleutnant Engel will mit Ihnen sprechen. Ja, ja. Er ist armlos. Stellen Sie den Kaffee auf dem Tisch ab. Na gut, ich stelle den Kaffee auf den Tisch ab. Ich komme nur durch, wenn Sie Frau Oberstleutnant Engel Ihren Kaffee gebracht haben. So, zack, bitteschön. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja, sehr schöne und vollkommene Züge. Findest du nicht auch, Bubi? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Oberstleutnant Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch. Was Boah. Soll das, mein Herzblatt? Gottes Willen. Ulle Schachtel, ey. Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Mit diesem Test lässt sich feststellen, ob Ihr Geist womöglich verunreinigt ist. Ein Riesenzug, ey. Ich Heftig. Bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Natürlich. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Und haben jetzt, Sie verstanden? Und jetzt dicht, wa? Alter, ein Psycho. Das ist nur ein Test. Aber antworten Sie ehrlich. Mach Lack, ich habe nicht Zeit. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen können. Gut. Lasst uns anfangen. Mach Lack. Wählen Sie das Foto, das Sie erregt. Das mich erregt. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Ups, beides gut. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unsauber ist, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Oberstleutnant. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Ich glaube, das ist egal, was ich auswähle. Das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Machen wir nicht Spinner. Ich hätte sagen sollen, dass es Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Hä? Alter. Ich sage Ihnen etwas. Wären Sie nicht sauber gewesen, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen. Sie liebt es, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder! Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts.
Davon abgesehen kann ich einen verdorbenen Geist mit bloßen Augen erkennen. Mhm, na klar. Du etwa nicht. Boah. Lassen Sie alte Fischgrube, ey. Ich nehme mal an, in seinem Abteil wartet eine hübsche Dame auf ihn. Ach gut. Lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freunde. Ist ja nervig. Alter Falter, ey. Ein riesen Zug, Leute. Guckt euch das mal an. Wo gibt's denn bitte solche Züge, ey? Das ist ja der Wahnsinn. Ein fahrendes Hotel. Ah, kann ich den Kaffee verschütten? Ne, geht nicht. Was ist das denn, ey? Alter. Hier rein. So, was hast du zu sorgen, Mädel? Sag an, sprich. William? Ja. Ist der für mich? Ja. Es gibt hier nur ein Bett. Geil! Ja. Ja, öff. Unk. Würden Sie es mit mir teilen? Ja. Ah ja. Wie offensichtlich. Manchmal Weihnachten. Manchmal ein Geburtstag. Manchmal Zerstörung. Leid. Und Tod. Und manchmal braucht man einfach etwas Gutes. Nicht nach Westwesten, Berlin. Dort haben wir exakt 2 Stunden Aufenthalt, bevor wir in Richtung Zagreb weiterreisen. Und jetzt? Ich weiß, wo wir hin müssen. Wie wir ins Gefängnis Eisenwald reinkommen. Da ist ein Hotel, nah bei der Zentrale der Geheimpolizei. Okay. Jeder kennt sie. Die Zentrale der Geheimpolizei ist hier in Berlin berüchtigt. Dorthin bringen sie Gefangene zum Verhör. Foltern sie. Ist das jetzt... Dann bringen Sie sie zurück nach Eisenwald. Hä? Wenn sie noch leben. Wir waren da gerade noch im Zug. Was geht da vor sich? Ein Gefangenentransport. Komm schnell. Ja, ich komme. Sie holen Gefangene ab. Du musst irgendwie auf das Dach des Transporters gelangen. Wenn du dort unentdeckt bleibst, kannst du bis ins Gefängnis von Eisenwald mitfahren. Ich gehe nach unten und lenke die Wache ab, damit er dich nicht sieht. Hm. Alter, ey. Eins steht fest. Diesem Kerl fehlt es nicht an Eitelkeit. Gut, Leute, ich würde sagen, wie es weitergeht, seht ihr denn in Part 5. Macht's gut.